Hi, grüß euch. Heute mal, wir sind natürlich mit Sicherheitsgurt, beide Hände fest am Lenkrad, in einem tollen Auto, in einem Hyundai Nexo. Wasserstoffgetrieben, Brennstoffzelle, elektrischer Antrieb, kleine Batterie. Also richtig ein toller, bivalenter Wagen. Was heißt bivalent? Klar, du kannst Strom machen und über Wasserstoff. Richtig super. Wir sind hier gerade auf der Automeile, Höherweg, zur dritten Wertungsprüfung. Mit meinem Team zusammen, mit dem Thomas Götz an der Videokamera und hinten sitzt der Marc Herriger von der Express. Kennt ihr, ne? Große Düsseldorfer Zeitschrift. Kann ich nur empfehlen. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Fahren mit der ICOS Germany einmal quer durch ihre Region und zeigen, was man schon in Elektromobilität gut machen kann. Also mit PKWs unterwegs sein, lautlos, schön durch die Gegend fahren, richtig nachhaltig das Ganze. Grüner Strom, grüner Wasserstoff. Wir haben gerade getankt an der Oschbachstraße. Sündhaft schnell, also innerhalb von ein paar Minuten war der Tank wieder voll. Absolut irre. Und jetzt regnet es ein bisschen draußen, aber eigentlich ist es wunderschön. Ihr wisst ja, das Wichtigste, was wir machen müssen im Verkehr, ist Verkehr vermeiden. Dafür sorgen, dass wir die Verkehrsleistungen so organisieren, dass wir möglichst wenig Belästigung haben, dass wir uns helfen gegenseitig, da wo die Menschen wohnen, dass es sauber zugeht, dass die Luft nicht verdreckt ist, dass es leise ist. Das können wir alles hinbekommen, wenn wir das alles gut organisieren und uns darauf einlassen, dass wir auch gut investieren. Gut investieren heißt viel Geld in die Schiene, viel Geld in die Elektromobilität, dafür sorgen, dass wir gut umsteuern können. Ich mag das im Bundestag und am liebsten ist mir der Wasserstoff.